So, dann wollen wir erst mal schauen. Okay. Ja, deine Haare sind ja sehr lang. Ups. Okay. Also nicht kurz, kürzer. Ja. Und der Pony bleibt auch. Und du hast hier so einen Mittelscheitel und dann geht das. Das bleibt auch. Okay. So, lass mich erstmal kurz deine Haarstruktur ansehen. Okay, was ist das? Sehr dünnes Haar. Das ist ja jetzt sehr, sehr gerade geschnitten. Gut. Aufgrund deines Gesichtes und deiner hohen Stirn, du hast ja ein sehr schmales Gesicht. Schmales Gesicht, hohe Stirn. Den Pony würde ich auf jeden Fall lassen. Ja, den würde ich lassen. Die Frage ist, ob wir ihn gerade machen oder so ein bisschen, ja, ein bisschen verfranst. Gerade gefällt dir? Ich würde sagen, wir machen ihn gerade in der Mitte und gehen dann seitlich mit so ein paar Stufen. Denn ich würde auf jeden Fall nicht deine Haare so gerade lassen. Ich würde sie ein Stück abschneiden. Genau. Und dann würde ich sie stufig ins Gesicht fallen lassen. Und der Pony, der verschmilzt sozusagen dann mit deinen Haaren. Ja? Ich glaube, das ist die perfekte Lösung für dich. Ja, so machen wir das. Die fallen auch entsprechend. Du hast hier vorne nicht. Also genug Haar, sodass sie dann hier reinfallen und du nicht diese Lücken hast. Okay, ja, super. Dann fangen wir an mit Schneiden. Ich mache deine Haare erstmal nass. Mach mal deine Augen zu. Schön durchfeuchten. Fang mal mit deinem Pony an, okay? Mach den erstmal schön gerade. Mal nicht bewegen den Kopf. Guck mal hier auf meine Nase. Genau. Und die Stufen machen wir dann gleich, wenn wir dann die anderen Stufen gemacht haben, ja? Ja gut, theoretisch wäre alles möglich. Also du hast ja jetzt recht dunkle Haare. Blondieren kann man immer. Oder heller machen. Blondieren ist ja erstmal die Basis, um dann natürlich die entsprechende Farbe, die du möchtest, drauf zu tun. Aber ich würde es dir nicht empfehlen, denn Blondieren schadet dem Haar immer. Egal, ob man Olaplex nutzt oder nicht, deine Haare sind definitiv geschädigt. Und du hast auch noch so dünne Haare. Möglich ist alles. Ja, das geht auch. Drehe den Kopf zur Seite. Wäre möglich, aber ein Sidecut ist schon krass, ne? Man muss bedenken, das geht hier die ganze Seite. Man muss ja diesen gewissen Schnitt beibehalten, ne? Mache ich auch. Ja. Wir
Tape-Ins, Clip-Ins, Nano- und Mikrobondings. Ja, gut, aber du musst natürlich schon eine gewisse Länge haben, damit die Bondings, solltest du, damit die Bondings auch halten. Das heißt, deine Haare wachsen nach. Und wenn du eine gewisse Länge hast oder es einfach zu kurz ist und du dann Bondings eingibst in dein Haar, dann sieht man natürlich deine Haare sehr. Von daher müssen die schon eine gewisse Länge haben, sonst sieht es zu künstlich aus. Ja, genau. Okay. Ja. Also für ganz dünne Haare, so wie du sie hast, würde ich auf jeden Fall Nano-Bondings empfehlen, weil die sind sehr, sehr dünn. Und das sieht einfach natürlicher aus. Schonend auch sind Tapes, lassen sich nachher gut lösen. Du verlierst wenig von deinen eigenen Haaren. Und halt Clip-Ins, aber das wolltest du ja nicht, ja? Okay. Okay. Ich würde die Haare nochmal nass machen und dann machen wir dann die Stufen, ja? Dann fange ich hier oben an. Die erste Stufe, würde ich sagen, beginnt hier im Kinn. Okay, sonst hast du immer diese Haare im Gesicht. Das kann sehr unangenehm sein. Und ich mache sie auch nicht zu kurz, sodass du auch immer noch einen Pferdeschwanz tragen kannst. Okay? Deinen Kopf ganz gerade. Guck mir ruhig auf die Nase oder fixiere einen Punkt, dass dein Kopf immer gerade bleibt, okay? Super. Jetzt muss ich nochmal eben am Pony lang gehen, Kopf gerade. Dann würde ich deine Haare jetzt föhnen. Kriegst du erstmal einen Hitzeschutz. Machst du deine Augen zu? Beim Föhnen ist es so, wenn du natürlich einen geraden Pony haben möchtest, ja, dann benutzt du den Kamm, ziehst den Pony runter und föhnst dann, ne? Immer von oben nach unten, nicht gegen die Haarwuchsrichtung.
nach unten ziehen, dann hast du ihn ganz gerade. Oder du benutzt diese Rundbürste, ja, drehst dein Pony ein, hältst es, föhnst, hältst es ein paar Sekunden, damit es etwas auskühlt. Und dann hast du diesen Rundpony. Also du hast kann eine ganze Typveränderung sein, ob du einen geraden oder halt diesen Rundpony hast. Und das gleiche auch mit deinen Stufen, die du hast. Entweder föhnst du sie einfach ganz normal. Ne, mit deinen Händen gehst du rein wie ein Kamm, dann föhnst du sie mit der Haarwuchsrichtung. Oder du benutzt auch hier diese Rundbürste und drehst die Spitzen ein und drehst die Richtung deinem Gesicht. Genau, dann fallen die besser. Dann hast du so diesen Jennifer Aniston-Look so ein bisschen, ne? Genau. Ja. Wir benutzen auch gleich das Kletteisen und so einen Lockenstab. Und dann zeige ich dir auch nochmal ein paar Dinge, die du dann mit diesem Haarschnitt gut machen kannst, ja? Nein. Theoretisch könntest du einfach nur deine Haare füllen und so rausgehen. Du musst sie nicht immer stylen. Genau. Ja. Meine Haare sind ja recht dünn. Sehr, sehr schnell trocken. Ich mache mal ganz kurz die Haarreste vom Haarschnitt hier weg, von deinen Schultern. Muss ja nicht sein. Von Dekolleté. Rücken ein bisschen. Okay. Ich benutze zuerst das Glätteisen. Du kannst mit dem Glätteisen natürlich deine Haare komplett glatt machen. Ich mache das mal eben an. Du kannst auch dein Pony komplett glatt machen damit und du kannst damit natürlich auch dein Pony eindrehen oder auch die Spitzen von den Stufen eindrehen. Aber nicht zu sehr, weil sonst sieht das zu eingekringelt aus, sondern wirklich nur ganz leicht. Ich zeige dir das jetzt und danach benutzen wir einen Lockenstab und damit locken wir nur die obersten Haare so ein bisschen. Dann hast du einen guten Mix zwischen Locken und glattem Haar und das sieht dann sehr natürlich aus. Okay? Hört sich aufwendiger an, als es ist. Okay. Siehst du, nur so ein bisschen einknicken und dann hast du schon eine Mischung zwischen eingerolltem Pony und glattem. Also ganz gerade, ne? Das reicht schon. Und das Gleiche machst du dann mit den Haaren hier. Sobald du an der Spitze angekommen bist, drehst du es ganz leicht ein und lässt es dann fallen. Okay. Immer gerade ziehen und dann so leicht einrollen. Genau, das machst du, bis du unten angekommen bist. Und wenn du möchtest, kannst du dann nochmal nachgehen. Dann ist es nochmal ein bisschen glatter und glänzender auch, ne? Andere Seite. Dann benutzen wir jetzt den Lockenstab. Also ich würde dir empfehlen, wenn du natürlich deine ganzen Haare locken möchtest, dann würde ich einen dickeren Stab nehmen. Aber wenn du so eine Mischung haben möchtest zwischen glattem Haar und diesem gewellten Haar, dann reicht dieser ganz dünne. Ich mache ihn schon mal an. Und du nimmst nur die oberste Partie von deinen Haaren und ungefähr 3 auf dieser Seite und 3 auf dieser. Dann drehst du das schon ein, hältst es ein paar Sekunden,
holst es raus, lässt es ein bisschen kühlen und dann schon die nächste. Seite auch. Dann kannst du das so ein bisschen, die Locken so ein bisschen in deinen Haaren einarbeiten, sodass das so eine gewisse Natürlichkeit bekommt. Und dann sieht das einfach super aus. Sehr schön. Ja. Dann gebe ich dir noch ein Öl mit. Das benutze ich auch. Wichtig ist, dass du es immer in die Haarspitzen einträgst, wenn du deine Haare gewaschen hast. Okay? Das bedeutet, in die Ponyspitzen hier rein massieren, nicht zu viel, sonst wirkt es zu fettig. Und dann in den Enden deiner Haare, in den Spitzen rein, okay? Und dann muss ich das schon ein bisschen rein. Wie gesagt, nicht zu viel. Und dann in die Längen rein. Einmassieren. Super schön. Jetzt will ich mal eben schauen, ob ich hier noch, ach leider nicht, sonst hätte ich dir noch was mitgegeben. Es gibt, weil du ja sagst, du trägst gerne einen Pferdeschwanz. Gibt es, damit der Pferdeschwanz, der Zopf nicht zu dünn aussieht, gibt es diese, das nächste Mal, wenn du kommst, dann bringe ich dir einen mit. Das sind so Verdickungen, die legst du in deine Haare ein. So wirkt der Pferdeschwanz ein bisschen praller und nicht so dünn. Ne? Das haben ja gerade viele, die so dünnes Haar haben. Und das wird klasse aussehen. Ich kenne gerade den Namen nicht, aber ich bringe es dir auf jeden Fall mit, ja? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Du siehst ganz toll aus. Bis zum nächsten Mal, ja? Ciao.